Mir ist zu Ohren gekommen, dass hier im Haverland ein neuer Fall zu lösen ist. Der Fall muss aufgeklärt werden. Es geht um die Made. Wo ist die Made im Haverland? Und hier ist der richtige Platz an dieser schönen Kirche, um die Made zu finden. Hier kann ich die Spur aufnehmen. Ah, da hinten. Da ist jemand. Ich denke, der kennt sich hier aus. Den kann ich fragen. Guten Tag. Ja, guten Tag. Sie kennen sich sicher aus hier im Haverland, an diesem schönen Ort. Hier, an dieser scheinbar uralten Kirche. Wissen Sie, ich habe da einen besonderen Fall zu lösen. Ich suche die Made im Haverland. Nach einer Made suchen Sie? Ja. Deswegen wäre es gut, wenn Sie mir die Besonderheiten dieser Kirche mal erklären könnten. Das will ich gerne machen. Die Kirche ist aus dem 13. Jahrhundert schon, aber schon die dritte Kirche an dieser Stelle. Die erste wurde um 850, die zweite um 1000 rum gebaut. Und die jetzige Kirche hat eine wunderschöne Innenausmalung. Ganz berühmt sind in dieser Kirche die Tierkreiszeichen unter der Decke. Die größte Darstellung von Tierkreiszeichen in Europa. Und diese Kirche hat eine ganz alte Orgel, die ältesten Orgelpfeifen in Westfalen. Und sie hat eine spätromanische Ausstattung. Eine Besonderheit dieser Kirche hier in Wormach ist, dass sie damals schon die Urpfarrei des Sauerlandes war. Aber eine Made suchen Sie hier? Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Made in der Orgelpfeife versteckt hält. Gottes ja. Willen. Die Orgel könnte verstimmt sein. Ich muss unbedingt prüfen, ob die Orgel verstimmt ist. Dann kann ich feststellen, ob sich die Made in einer Orgelpfeife versteckt hält. Dann lasst uns reingehen. Genau. Sich sauber an. Keine Made in den Orgelpfeifen. Gott sei Dank. Sonst hätte sie bestimmt auch einen Gehörschaden. Hallo Kinder. Ich suche die Made im Haverland. Ihr habt die Made doch sicher schon gefunden. Ich habe noch nichts gefunden. Du hast nichts gefunden? Aber du hast doch schon ein Loch gebuddelt. Ich habe ein Hundeknochen gefunden. Aber was ist das? Nein, das ist keine Made. Das ist ein kleiner Knochen. Naja, muss ich mal weitersuchen. Die Made muss hier irgendwo sein. Gar nicht einfach. Ach, entschuldigen Sie, ich bin auf der Suche nach der Made im Haverland. Ja, hier sind ja so viele Kinder mit ihren Eltern, mit den Familien. Das hat bestimmt mit der Made im Haverland zu tun. Also Maden haben wir nicht, aber viele Tiere, Kaninchen, Hühner, Ponys, ja. Ziegen oder Enten, aber keine Maden.
Und die Kinder, die können hier gut spielen. Oder was können die sonst noch hier machen? Ach, eine ganze Menge. Die können im Matschloch spielen, die können Ketka fahren, Pony reiten, Stockbrot machen. Und wenn die Kinder beschäftigt sind, dann können sich die Eltern auch erholen. Genau, die liegen dann im Liegestuhl, trinken ihren Kaffee oder ihr Bierchen und können tiefenentspannen. Ja, hier kann man gut Urlaub machen. Ja, das denke ich. Tja, aber keine Made. Naja, da muss ich weiter suchen. Ja. Tschüss dann. Tschüss. Bis demnächst. Viel Erfolg. Ja, danke. Ein Bauernhof. Davon gibt es viele im Haberland. Vielleicht kann ich hier die Made endlich finden. Ach, hallo. Hallo. Das habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen. Mein lieber Mann, Sie machen das ganz toll. Werden hier alle Kühe mit der Hand gemolken? Nein, das ist eine Ausnahmesituation. Die Kuh hat heute frisch gekalbt und die erste Milch melken wir immer von Hand. Also wissen Sie, ich bin ja eigentlich gar nicht unbedingt auf der Suche nach Kühen. Ich suche ja die Made im Haverland. Ja, ich habe hier am Eingang so eine tolle Maschine gesehen. Vielleicht hat sich die Made dort versteckt. Das ist unser Melkroboter. Ich glaube nicht, dass sich die Made da versteckt hat, aber wir können ja mal gemeinsam gucken. Ja, das machen wir. Kombiniere saubere Sache, dieses Welpen. Keine Made im Haverland zu finden. Ich muss weitersuchen. Ah, Weihnachtsbäume. Davon gibt es sehr viel hier im Haverland. Diese sind noch ziemlich klein, aber dadurch habe ich die Schleichspur der Made entdeckt. Dieser Spur muss ich jetzt nur noch folgen. Die Schleifspur führt mich zu diesem Pool. Ah, ein Lauschpool. Oh, und sieh da, da hat die Made doch tatsächlich schon 6 Löcher gebohrt. Die wohnt hier. Und da ist eine Kurbel. Wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt an dieser Kurbel drehe. Die Kreuzbergkapelle von Wormbach ist eine Landmarke. Von vielen Stellen der Region aus ist sie gut zu sehen. Doch das ist noch nicht lange so. Für Blicke freigelegt hat sie nämlich erst der Orkan Kyrill. Was guckt da denn aus der Erde? Im Januar 2007. Was ist das denn? Das muss ich mir aber erstmal genauer angucken. Boah, das ist aber ein interessantes Gerät. Das habe ich hier ja noch nie gesehen. Oh, was ihr beiden hier habt, das müsst ihr mir aber mal eben erklären. Das kann ich dir gerne erklären. Was du siehst, ist ein Horizontalbohrkopf. Der wird benötigt, um Längsverlegungen für Wasser- oder Stromversorgung herzustellen. Wir bohren hier gerade die Stromversorgung für die Kapelle in Wormbach. Wir sind die Firma Arte Bortec. Wir produzieren alles, was fürs Horizontalbohren benötigt wird. Es fängt bei der Bohranlage an bis hin zum letzten Bohrzubehör, was du hier gerade siehst. Das ist Made in Haverland. Moment mal. Made im Haverland? Ach,
Das ist die Made im Haverland. So wie Made in Germany kombiniere, der Fall ist gelöst.